zu meinem ersten Drogerie-Haul in diesem Jahr. Ich war bei Müller, bei DM und bei Douglas. Ich habe mir ein paar schöne Schätzchen gekauft, die wollte ich euch gerne zeigen. Und ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich wollte euch noch ein bisschen was zu meinem Kaufverhalten sagen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ich habe mich in Schweinfurt mit der lieben Chidem getroffen. Die Chidem, die habe ich kennengelernt durch YouTube und ich habe mich schon wahnsinnig auf dieses Treffen gefreut. Es war wunderschön, wir hatten wirklich einen tollen Tag. Wir haben viel gelacht, viel geredet, gegessen und waren natürlich shoppen. Was mir aber aufgefallen ist an der Chidem, da kommt gerade die Bella, ja, sie hatte wunderschöne Wimpern und da habe ich sie natürlich darauf angesprochen und sie hat mir dann erzählt, ja, was der Trick ist, beziehungsweise wo sie gekauft hat. Ich musste dann natürlich gleich dahin und zwar was bei Müller. Es sind diese falschen Wimpern hier und oh mein Gott, die liebe Chidem hatte sowas von recht. Also herzlichen Dank nochmal an dich für diesen tollen Tipp. Die sind wirklich der Wahnsinn. Ich habe sie dann getragen. Wir waren nämlich tanzen am Samstag bis nachts um 3. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass sie schwer sind, dass sie mir irgendwo, ja, dass sie mich irgendwo stören oder wehtun, was auch immer. Also das war wirklich der Wahnsinn. Das Abmachen war total leicht und das Reinigen sowieso. Der einzige Nachteil ist halt der Preis. Und zwar kosten sie 10 Euro und das ist natürlich echt eine Stange Geld für falsche Wimpern. Aber das schönste Kompliment war für mich, dass ich ein paar Mal an dem Abend angesprochen wurde, was ich denn mit meinen Wimpern gemacht hätte und so weiter, so wie es mir eben mit Chidem ging. Also ja, ein ganz, ganz tolles Produkt. Also falls ihr noch falsche Wimpern sucht, die hier, die kann ich euch ans Herz legen. Bevor ihr euch viele günstige kauft, spart lieber auf diese hier. Seid ihr echt gut damit bedient. Also ich bin ganz glücklich, dass ich sie mir gekauft habe. Dann habe ich mir natürlich mal wieder meine Reinigungstücher mitgenommen bei Müller. Die gibt es ja leider nur bei Müller. Voll Neutrogena. Ich liebe sie. Sie haben die perfekte Größe. Sie sind genau richtig mit der richtigen Menge quasi an Flüssigkeit getränkt. Also total super. Ich würde mir immer wieder nachkaufen und meine waren leer. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Dann hat mir die Chidem noch ja, dieses Reinigungsmousse hier oder diesen Reinigungsschaum empfohlen. Den kannte ich so nicht. Ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Ich wollte ihn testen. Ich habe ihn jetzt erst 2-3 Mal ausprobiert. Ich werde euch darüber noch ein bisschen mehr berichten, wenn ich mehr darüber weiß. Was bei mir war, dass ich zu viel Pumpstöße genommen habe. Also ich habe, glaube ich, 3 Mal gepumpt und das war eindeutig zu viel für mein Gesicht. Einmal reicht, also es ist wahnsinnig ergiebig. Und ja, darüber werde ich euch auf jeden Fall noch berichten. Dann war ich in Frankfurt bei Douglas. Ich war eigentlich bei MAC Store. Ich wollte mir was anschauen und zwar ein Pigment. Aber ja, das gab es dann leider nicht, beziehungsweise ich habe mir das anders vorgestellt. Und dann waren da reduzierte Sachen. Da bin ich ja immer für zu haben, ist ja klar. Und zwar hatte ich dieses Badesalz auch gekauft, als es nicht reduziert war, für 1,99 Euro. Jetzt hat es nur noch 50 Cent gekostet. Ich habe 4 Stück mitgenommen. Ich finde, es riecht unglaublich gut. Es tut total gut, wenn man damit in die Badewanne geht. Es ist auch noch schön zu verschenken. Und ja, deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich noch was Reduziertes mitgenommen, und zwar diese Kugeln hier. Das war wirklich der Wahnsinn. Also die sind ja aus Glas. Und ja, ich habe 3 Stück eigentlich mitgenommen. Eine matte, eine glänzende und die andere, die ist mir kaputt gegangen. Direkt noch an dem Tag, weil ich habe meine Tasche abgestellt auf dem Boden. Hier ist das gute Stück. Habe es einfach auf den Boden gestellt und ja, dann ist es kaputt gegangen. Das war echt total bescheuert. Die Leute haben geguckt. Ja, war ein bisschen peinlich, aber gut, so ist es halt. Also die war reduziert von 6,99 Euro auf 2 Euro. Deswegen konnte ich da nicht widerstehen. Ich bin ja so ein kleiner, ja, ich horte dann immer so die Sachen. Wenn die Sachen reduziert sind, dann freue ich mich im Jahr drauf, wenn ich sie dann gekauft habe. Und das hier, das hat nur 1 Euro gekostet. Das ist so ein schönes Herz. Das kann man schön drapieren bzw. verschenken. Passt heute auch wunderbar zu meinem Nagellack, zufälligerweise. Und ja, das musste auch mit. Ja, was ich mir dann noch gewünscht habe, war dieser Pinsel hier von Zoeva. Das ist ja ein Konturpinsel. Den hat die Steffi schon ein paar Mal in die Kamera gehalten und hat ihn auch empfohlen. Und deswegen habe ich ihn mir mitgenommen. Mich hat er ja immer so ein bisschen abgeschreckt, weil er halt so teuer ist. Ich meine, ich habe 13 Euro dafür bezahlt. Und ja, ich bin total gespannt, wie er ist und freue mich auf dieses Produkt. So, als nächstes war ich dann im DM. Und da zeige ich euch auch die Sachen, beziehungsweise ich habe noch was bei Müller vergessen. Das ist aber schon ein paar Tage her. Und zwar habe ich mir noch diese ja, Body Sprays gekauft von Victoria's Secret. Die andere Duftrichtung, die habe ich schon verschenkt an meine liebe Steffi. Die hat sich total gefreut. Die kosten ja 10 Euro und ich finde, mit diesem Produkt kann man echt nichts falsch machen. Also ich habe ja noch ein volles.
Vielleicht werde ich eins noch verschenken oder ja, ich habe es jetzt einfach als Backup. Ich kann nicht mehr ohne, also ich mache mir tatsächlich das auch im Winter drauf. Das ist wirklich unglaublich. Ich finde, es riecht total gut und deswegen durften die zwei auch noch mit. Und jetzt kommen wir zu DM. Wo fange ich denn am besten an? Ja, mit diesem Produkt hier. Ihr kennt es schon, ich habe es euch schon in die Kamera gehalten. Ich werde nichts anderes mehr testen. Ich bin einfach angekommen, was das betrifft. Es macht super den Nagellack ab. Es duftet total gut und deswegen muss es mit und es ist auch noch günstig. Also das kostet ja, ich meine, unter 2 Euro. Und dann eine total coole Sache, die sie bei DM hatten, also eine Aktion von Astor. Und zwar ist es diese Foundation hier, diese kleinen Probiergrößen sozusagen. In verschiedenen Farben habe ich mir das mitgenommen. Das kostet unter 1 Euro. Also wirklich unglaublich, bevor man sich so eine große holt und dann vielleicht die falsche Farbe hat, ne? Was ja öfters mal passieren kann, weil unsere Haut sich natürlich verändert, je nachdem wie die Jahreszeit ist. Ich habe mir die schon gemischt und ich bin ganz glücklich, dass ich mir diese drei mitgenommen habe. Und ich habe mir noch eine andere Foundation mitgenommen. Allerdings ist die schon was älter. Diese hier von Catrice, Nude Illusion. Und ich muss euch sagen, ich trage nur noch die. Seitdem ich die gekauft habe, und das ist jetzt bestimmt schon 3 Wochen her, ich liebe sie. Also sie macht einfach ein total schönes Finish. Man sieht überhaupt nicht so zugekleistert aus. Sie mattiert meine Haut und ich finde die wirklich ganz klasse und sie riecht auch noch gut. Ich habe ja so eine kleine Foundation, ich habe so einen Foundation-Tick, sagen wir es einfach mal so. Ich blende euch mal das Bild ein, das ich bei Instagram gepostet habe. Ich habe wirklich viele, weil ich da einfach noch so ein bisschen am Testen bin. Aber ja, die finde ich wirklich total klasse. So, als nächstes habe ich mir dann, ja, ich kleiner Nagellack-Junkie, ne, es ist wirklich unglaublich. Also ich und Nagellack, ich kann es auch echt nicht lassen. Aber naja, so ist es halt, ne? Ich war noch auf der Suche nach dem richtigen Grauton. Jeder, der mich auf Instagram hat, weiß das auch. Ich war so ein bisschen auf der Suche, war immer so unzufrieden, weil der eine, der hat zu argen lila Stich gehabt, der eine zu argen braunen Stich. Und ja, mit diesem hier war ich doch ganz gut bedient. Ich blende euch mal das Bild ein, das ich gepostet habe. Ich finde den total schön, aber die liebe Chidem hat mir zu Weihnachten ein Paket geschickt. Und da war dieser hier drinne von L'Oreal. Und zwar ist es die Nummer 604. Und ich glaube, ich bin angekommen. Ich glaube, ich habe wirklich den richtigen Grauton für mich gefunden. Ich finde den wahnsinnig schön. Vielen Dank, liebe Chidem. Ich meine, die kosten so um die 5 Euro. Also ein ganz, ganz tolles Produkt. Die haben wirklich schöne Farben. Das Flakon ist wunderschön. Der hier, der ist natürlich auch schön. Ne? Die sind natürlich auch günstiger von Manhattan. Das ist jetzt die 96T. Aber ihr könnt es schon sehen. Das ist nicht wirklich ein Grauton, wenn man die nebeneinander hält. Ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Wenn ich so in der Hand halte, denke ich, ja, es ist ein Grauton. Aber wenn ihr das in der Hand habt, dann seht ihr es schon. Ne? Also gut, ich bin glücklich über beide. Dann hatte ich mir noch von Manhattan einen roten mitgenommen. Den blende ich euch mal ein. Den habe ich in Italien gelassen, weil meine Tante den so toll fand. Aber das war genau das richtige Rot zu Weihnachten. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ja, und dann habe ich mir noch diesen hier von Essence mitgenommen. Aus dem Grund, weil er reduziert war. Die Farbe gefällt mir aber total gut. Ihr seht schon, das sind ja so meine Farben. Ne? Also ich bin gespannt, wie er aussieht. Werde euch dann wieder ein Bild auf Instagram posten. Und dann hatte ich mir noch, genau, dieses hier mitgenommen von Alverde. Das war eine Limited Edition. Diese Körperbutter, das war ein Set. Eigentlich ja, sollte das noch in einen Adventskalender, aber der war schon so gefüllt. Deswegen, ja, es war kein Platz mehr, deswegen habe ich es rausgelassen. Bella, was ist los, Schatz? Da laufen Leute, da muss die Bella bellen. Ist ja klar. Die muss ich ja hier verteidigen, ne Bella? Ja, als nächstes habe ich dann von Essence dieses Produkt hier mitgenommen, I Love Stage. Und zwar muss ich euch sagen, dass ich auch bei diesem Produkt hier angekommen bin. Es ist eine super, super Base fürs Augenlid. Also ich möchte nichts anderes mehr und ich kann euch sagen, ich habe viele verschiedene probiert. Von Urban Decay, von Milani und so weiter. Aber ich finde für den Preis, jetzt außer Drogerie, ich meine, das kostet 2,45 so um den Dreh, total super. Und meine, die ist jetzt fast leer, die ich hatte. Und deswegen habe ich mir die schon mal mitgenommen. Und ich habe mir von P2 diesen Highlighter-Stick mitgenommen. Oh mein Gott, ich habe eine Freundin drauf angesprochen, weil ich die immer gesehen habe. Und die hat so ganz toll ihr Gesicht gehighlightet. Also die ist schön braun, liebe Grüße hier an dieser Stelle. Ganz, ganz toll. Und habe ich gesagt, du, was hast denn du da drauf? Das sieht so toll aus. Ja, schau mal von P2, ich hole dir mal. Ich habe das noch nie gesehen. Als sie mir das gezeigt hat, sage ich, das gibt's doch gar nicht. Das war doch bestimmt eine Limited Edition, oder? Also das Produkt ist mir, das ist mir fremd. Nee, hat sie gesagt, Heidi, geh mal zu DM und schau mal. Ich habe ihn mitgenommen. Ich blende euch das Bild ein. Der Wahnsinn.
der Wahnsinn, wirklich. Das hat so einen goldenen Schimmer, total schön. Hier oben ist dann nochmal so ein kleiner Applikator, da könnt ihr euch das dann nochmal so ein bisschen verteilen oder mit den Fingern. Ich habe es schon gemacht, der Wahnsinn. Negativer Punkt, knapp 5 Euro. Das ist natürlich echt viel Geld, also naja. Aber ich wollte ihn halt unbedingt mitnehmen, weil ich es an ihr so toll fand. Und was habe ich noch mitgenommen? Genau, da musste dieser Pinsel noch mit von Essence. Es ist eine limitierte Edition, aber ich fand den so schön. Also ich fand den total reizend, ne? So typisch Mädchen wieder, ne? Als hätte ich keine Pinsel. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der ist so weich und er sieht total schön aus, deswegen muss er mit. Aber ich jage nicht mehr so arg Limited Editions nach. Dazu kommen wir später, zu meinem Kaufverhalten. So, als nächstes beim DM habe ich dann diese Glasuntersetzer mitgenommen. Da hatte ich ja schon diese anderen mitgenommen, die hatte ich euch gezeigt, da hattet ihr mich auch danach gefragt. Ich finde die total schön, aber nicht jetzt für die Küche als Glasuntersetzer an sich, sondern für Fotos. Also gefällt mir total gut, musste auch mit. Was kosten die denn? 2,25 Euro bei DM. Also kann man nichts sagen. Und dann habe ich mir bei Rossmann noch mein Schnelltrockner-Spray mitgenommen für die Nägel. Und zwar haben sie jetzt die Verpackung geändert, beziehungsweise das Design. Also ich bin gespannt, ob das noch so gut ist wie mein anderes. Das hat ja so einen Rosenduft gehabt. Ich hatte mir ja so viele gekauft. Die sind jetzt aber so langsam leer, deswegen wollte ich mal das mitnehmen. Und da gab es gerade 20% bei Rossmann, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Ja, und dann habe ich jetzt noch hier mir den Bahama Mama endlich mal geleistet. Ich habe den ja schon echt oft gesehen, ne? Also in Videos und bei Freunden und so weiter. Jetzt habe ich ihn mir endlich mal bestellt. Ich finde ihn wirklich toll. Also es ist ein matter, schöner Bronzer. Also man kann sich schön damit konturieren auch noch dazu. Also so mache ich. Und jetzt dann im Sommer, beziehungsweise jetzt erstmal der Frühling, werde ich mal schauen, wie ich es verwende. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich es mir auch mal geleistet habe. Und das habe ich mir halt gewünscht. Und ich habe lange genug drauf gewartet und deshalb habe ich ihn mir jetzt halt auch mal geholt. So, dann habe ich mir von Sleek noch was bestellt und zwar diesen Blush hier. Bin ich total von begeistert. Oh mein Gott, ich finde den so schön. Ich stehe ja eh so ein bisschen auf Glitzer, also so ein bisschen viel. Bella, was ist jetzt los, Schatz? Da läuft sie. der hat halt viele goldene Partikel enthalten. Feine, also es sieht aus wie so ein Hauch. Also man sieht irgendwie ganz gesund damit aus. Also mir gefällt er total gut. Und er nennt sich Rose Gold 926. Genau, der dürfte mit. Und dann dürfte noch ein Produkt mit, das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Und zwar von P2, auch aus einer LE. Gold and Chrome. Es ist ein brauner Lidschatten in Matt. Oh mein Gott. Ist der nicht schön? Ich liebe ihn. Den habe ich schon zum Ausblenden verwendet oder zum Beispiel nur aufs äußere V, aufs komplette Augenlid. Also ich liebe diesen Lidschatten. Den hatte ich doppelt gekauft, weil ich ihn eigentlich verschenken wollte und meine Freundin ihn sich schon selbst gekauft hat. Na bravo, wie toll ist das denn? Naja gut, ist egal. Ich habe den dann jetzt meiner Schwester geschenkt und einen habe ich halt für mich behalten. Aber ich liebe diesen Lidschatten. Der ist wirklich der Wahnsinn für den Preis halt aus der Drogerie, ne? Kann man wirklich nichts sagen. Ach du meine Güte, ich habe euch noch vergessen, meinen Lippenstift zu zeigen, den ich noch zusammen mit Chilin bei Müller gekauft habe. Und zwar ist er von L'Oreal. Habe ich jetzt total vergessen, der ist so untergegangen. Schaut euch mal bitte schön diese Verpackung an. Der ist wunderschön. Das hier ist die Farbe. Ich blende euch ein Bild ein. Der Wahnsinn. Der riecht unheimlich gut, lässt sich super gut auftragen, ist ganz zart und ich liebe ihn. Ich trage den heute übrigens auch. Allerdings ist er halt vom Preis her, nicht gerade günstig. Also ich meine so um die 7, 8, 9 Euro. Das ist natürlich echt eine Stange Geld. Also da überlegt man sich das zweimal. Die haben wunderschöne Farben, aber ich kann mir ja nicht alle kaufen. Ich habe mich halt für den hier entschieden. Zwar heißt der Blacks Pure Red und ich finde den wirklich wunderschön. Produkt vergessen, und zwar hat mir das die liebe Chilim auch noch in mein Weihnachtspaket gepackt. Ihr wisst ja, dass ich mir das auch immer kaufe. Ich zeige es euch deshalb jetzt, weil ihr euch dann vielleicht wundert, dass ich mir das nicht nachkaufe. Und zwar ist es mein Hydraaktiv 3 Micellen Technologie Fluid. Ihr kennt es schon alle, dazu brauche ich ja jetzt nichts mehr zu sagen. Jetzt kommen wir mal zu meinem Kaufverhalten, was ich euch vorhin angeschnitten habe, warum ihr dranbleiben solltet. Es ist halt so, dass ich ja jetzt noch mehrere Sachen habe. Zum einen dieses hier, das habe ich mir jetzt schon länger gekauft. Hier sind noch ein paar Schätze drin. Falls ihr die sehen wollt, könnt ihr es mir sehr, sehr gerne mal sagen. Filme ich so euch ab, ich mache euch Swatches. Und ich habe ja noch ein paar tolle, tolle Schätzchen von MAC mir gegönnt. Und zwar vor Weihnachten. Also die habe ich mir wirklich gewünscht. Ich würde sie euch super gern zeigen. Lasst mir da ein Feedback da. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr die Sachen sehen wollt. Dann zeige ich sie euch sehr, sehr gerne. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich
einiges habe und das auch brauchen möchte bzw. genießen möchte und deshalb etwas weniger wahrscheinlich in die Drogerie gehen werde. Also warum sollte es der 10. oder 12. Nagellack sein? Ich möchte mir mein Geld lieber sparen, also die paar Euro, die ich in der Drogerie lasse, werde ich sparen, weil jetzt bald meine Yves Saint Laurent Mascara leer geht zum Beispiel, mein Benefit Professional geht leer, beziehungsweise vielleicht möchte ich mir jetzt das von Smashbox leisten und das sind natürlich alles Preise, die ja sehr hoch sind und da möchte ich einfach jetzt so ein bisschen Geld auf Seite tun, ein bisschen was sparen und mir dann gönnen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich werde natürlich noch in die Drogerie gehen, ist ja klar. Ich werde euch auch die Sachen zeigen, aber manchmal frage ich mich, muss es denn jetzt wirklich der 12. Nagellack sein oder die 15. Mascara? Oh mein Gott, Mascara, ey, ich und Mascara, das ist so schlimm. Ich muss euch unbedingt noch das Video abdrehen. Ja, also Mascara werde ich auf keinen Fall mehr kaufen. Ja, ich weiß nicht wie lange, nächsten 3 Monate, nächstes halbes Jahr, kann ich euch nicht sagen. Aber Mascara werden keine mehr gekauft erstmal. Ja, und so viel zu meinem Kaufverhalten. Also vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich möchte mir jetzt dann einfach demnächst ein paar hochwertigere Produkte kaufen. High-End-Produkte, nicht nur, um Gottes Willen, das kann ich mir nicht leisten. Aber das Geld, was ich in der Drogerie lassen würde, spare ich mir jetzt einfach und hole mir die Sachen dann. Ja, ich hoffe, ihr versteht es. Und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Meine Lieben, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!